Man liest immer wieder, es ist 5 vor 12. Ich sage aber, es ist 10 nach 12. Es ist unglaubliche Gefahr existiert. Wir haben wohl schon Bischöfe in den Syrien und da herum, die warnen, dass Europa. Die warnen, was da hereinkommt. Aber die Politik ist blauäugig oder sie gehorcht Amerika. Was hat Amerika zu tun? Wir sind Europa. Wenn schon, wenn wir schon einen starken Helfer brauchen, dann sollten wir ein christliches Land suchen. Oder eines, das jetzt christlich geworden ist. Das wäre Russland. Orthodox. Die haben alle 7 Sakramente wie wir. Es wäre schon bald zu spät, dass wir uns eigentlich von EU, UNO und Amerika lösen würden. Ich wünschte mir, dass unsere Politiker, seien sie jetzt Schweiz, Österreich, Deutschland, was ich immer, ich wollte, diese Politiker hätten das Rückengrat von einem Putin. Unsere Politiker hören auf Brüssel und Amerika und unbewusst an die große Geldelite wie Rothschild, Kissinger und so weiter. Aber Putin sagte von sich, als er interviewt würde, als ich sagte, er müsste doch anders sein, sagte er, ich muss so sein, wie mein Volk es von mir erwartet. Das sei die Aufgabe eines Präsidenten und Staatsführers. Und jetzt fragen wir mal bei uns, sind die Bundesräte, hören die aufs Volk? Da wurde Sachen, der Souverän, das Volk, hat entschieden, so und so, und die Bundesräte zum Teil versuchen nichts anderes als das umzubiegen und anders nach ihrem Geschmack, nicht nach dem Souverän. Deutschland ist doch dasselbe. Nein, diese Bundesräte, diese Regierungen, sie lecken die Schuhe Junckers, EU, NATO und Amerika. Kann es nicht feiner sagen. Sie lecken deren Schuhe. Meine Lieben, es braucht Gebet. Wenn es in der obersten Regierung der Kirche nicht, wenn die verblendet sind, dann muss von unten her, aber nicht, ich meine, das Volk anfangen. Es müsste sein, dass das Volk nun die Regierung zwingt, nicht mit Kampf, nicht mit der Lärm und allem, aber tatsächlich, das Beste wäre, wenn man vor die Parlamente geht, hinsteht und Druck ausübt. Und Gebet.